So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wie man es vielleicht merkt oder auch nicht, ich weiß nicht, ob es geklappt hat, habe ich jetzt. Ich muss erstmal kurz hier leiser machen. So, ob man es jetzt merkt oder nicht, ich habe ein neues Update aufgespielt auf Minecraft. Demnächst werde ich es mir auch ja, kaufen. Hust, hust. Und ja, dann werden auch mit jedem Update, neuen Updates so kommen, regelmäßig kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es geklappt hat, ob meine Versionsnummer sich hier wirklich verändert hat. Denn es müsste ein nämliches Halloween-Update gekommen sein, hier drauf. Das heißt also, das Halloween-Update, ja, das hat jetzt, wenn man weit genug läuft, es ist eine alte Welt jetzt hier, seinem Biotops heißt das, also so, wie soll man das denn nennen? Also eben verschiedene Landschaften, die ineinander übergehen, mit Schnee, Wüste und so weiter. Glaube zumindest. Und oder war das später? Jedenfalls soll das später noch kommen. Jedenfalls noch Halloween-Update. Irgendwann, wenn wir uns tief genug buddeln, können wir einen Ort finden, der sich Hölle nennt. Und in der Hölle gibt es neue Gegner. Da gibt, die sieht auch recht cool aus bisher, was ich in Screenshots gesehen habe. Und noch allerlei andere Sachen. Die Fackeln müssten eigentlich mit dem neuen Update sich in Laternen verwandelt haben, weil dem Johannes hat es abbrennen sollen, wenn das stimmt. Und irgendwie merke ich gerade, dass jetzt schon wieder mein Inventory auf I gestellt ist, was ich gar nicht haben will. So. Also, naja. Jedenfalls, ich habe übrigens eine Anfrage von einem User bekommen. Ich muss mal gucken, wie er hieß. Oh. Plop, Bob, Plo hieß der Gute. Weiß nicht, ob ich da namens richtig aufgeschrieben habe oder ausgesprochen habe. Ist auch irgendwie ziemlich langer Name. Er meinte, man könnte ja mal probieren, einen Pool zu bauen. So. Ich habe jetzt natürlich zugestimmt. Und dachte mir so, wo könnte man den jetzt bauen? Erstmal dachte ich mir so, dass wir. Ich will erstmal zur Schaufel wechseln. Eigentlich könnte man ja das Teil hier benutzen. Dafür. Da habe ich nämlich schon eine Idee, wie man das anstellen könnte. Und zwar machen wir erstmal hier ein bisschen gerade. Ach, Schaufel kaputt. Und zwar werden wir erst einmal hier die Steine wegmachen. Und zwar werden wir erst einmal, wie gesagt, das Ganze hier auf ein Feld bringen. Und zwar das hier. Das hier hin, das dürfte dann nicht reichen. Eigentlich sollte ich jetzt noch nicht damit anfangen, aber ich will schon mal euch so zeigen, was ihr mir so gedacht habt dabei. Und Schaf, geh weg. Kommt jetzt hier Wasser ran oder nicht? Ach, verpiss dich. Das Schaf. Also man, im Pool stellt man sich ja so vor, ne, dass man erstmal eine Fläche hat, die. Ich habe keinen Schaufel mehr oder was? Na geil. Ich werde mir erstmal Schaufeln besorgen. Eben ne, ein Pool ist eben einfach nur so eine Fläche, die eben mit Wasser gefüllt ist. So, das wollte ich sagen. Und jedenfalls, wo war ich jetzt nochmal zu Hause? Ich habe die Welt schon eine Woche lang nicht mehr gespielt, genau wie meine eigene Welt. Von daher, Orientierung 0. Ich glaube, hier war man zu Hause, ne? Oder? Bin ich blöd? Was sind meine Fackeln? Was sind meine Fackeln? Verdammt. Ich hab doch. Bin ich blöd oder wieso finde ich jetzt meinen Teil nicht mehr? Komm, das ist eine vorher, das Spiel gerade neue Musik. Ich glaube schon.
Ja, dies ein Stück habe ich noch nicht gehört. Also scheint das Update doch doch jetzt zu sein. Das wollte ich sagen. Ach, verdammt. Weil das Musikstück, was jetzt im Hintergrund läuft, wenn man fast man das hört auf YouTube, weiß ich ja nicht. Das gab's vorher nicht. Weil die Musik ja in Minecraft ein bisschen spärlich verteilt ist, von daher. Und jedenfalls werde ich mir erstmal ein paar Holzschaufeln machen. Wenn ich den Eingang wieder finde zu meinem Teil. Gott, ich bin ja von meiner Weg gewohnt, dass da oben auf dem Gipfel der Eingang ist und nicht hier. Ein Ding, eine Kiste habe ich ja, Ofen habe ich auch, gut. Sticks. Da habe ich eigentlich. Eigentlich könnte ich mal ein paar Dinger hier machen. So. Halt, da bräuchte ich natürlich den Mensch. So, ich könnte eigentlich auch mal ein paar Dinger hier verbraten dafür. So. Zwei Steinschaufeln machen wir uns. Zwei, nicht drei. So. Bops, bops. So. Gut. Jetzt lage ich nochmal schnell hier die Sachen ein, die ich jetzt nicht brauche. Wie zum Beispiel das hier, der Krams. Und der Krams, das schmeiße ich weg, das schmeiße ich irgendwo rein. Sticks auch einlagern. Bambus hier. Die Feder. Sorry. Ja, den Dreck, den kann ich eigentlich mal wegschmeißen, den hier, den ich gar nicht brauche. Ein Päckchen sollte ich mir vielleicht für Brücken bauen und zum Kram aufheben, aber das andere schmeiße ich weg. So. Ja, wo waren wir jetzt nochmal zu Hause? Verdammt, ich muss mir irgendwie mal was markieren, ich habe keine Fackeln mehr. Hier waren wir zu Hause, genau. Oder unterwegs, besser gesagt. Ja, Pool, Sache Pool. Dann dachte ich mir so, es wäre doch mal geil. Das passte sogar recht, wenn hier von oben oder so ein Wasserfall runterkäme. Nur weiß ich nicht, wie das zu bewerkstelligen ist. Ich hatte auch schon mal ein einmal hergestellt in meiner Welt, aber irgendwie funktionierte der nicht so, wie er sein sollte. Ich kann kein Wasser schöpfen. Wahrscheinlich habe ich es irgendwie falsch gemacht. Und ja, dann ging es eben nicht. Dann konnte ich kein Wasser schöpfen. Ach, jetzt habe ich natürlich den Bambus. Muss er nämlich immer in der Mitte abmachen, ansonsten wächst er nicht mehr nach. So, und dann werde ich das erstmal hier wieder einpflanzen. Es wird schon wieder dunkel, verdammt. Eigentlich wollte ich ja heute noch richtig mit dem Pool anfangen. Wir müssen mal gucken, wo muss ich denn eigentlich jetzt nochmal als hier begradigen? Habe ich eigentlich den Monster? Den Monster habe ich auf normal. Das kommt erstmal auf easy. So. Und ich sollte mal ein paar, wirklich mal ein paar Fackeln. Ich habe keine Fackeln mehr, verdammt. Also erstmal lieber, bevor es hier ganz dunkel ist, zurück. Weil ich jetzt auch nicht weiß, was das mit dem neuen Update für Viecher noch kommen nachts. Neu sind zum Beispiel die Guests, oder wie die ausgesprochen werden. Die Guests, das sind so quallenähnliche, geisterhafte Wesen, nenne ich es mal. Ich bin nachher falsch. Boah. Die schweben durch die Luft, sollen primär in der Hölle vorkommen und die spucken Feuer. Wie habe ich glaube ich schon gesagt, oder? Ach egal. Spucken Feuer und ja, sollen ziemlich nervig sein und es ist hier ein Zombie. Toll. Komm her. Du verlässt mich ja, toll. Und tschüss. Da droppt natürlich nichts. Wo ich in der Fackel stehen habe, kommt hier ein Zombie. Das ist ja wirklich toll. Da werde ich in meinem Gang noch eine platzieren. Nicht, dass da noch einer spawnt. Jetzt habe ich natürlich keine Fackel mehr. Geil. Keine Kohle mehr. Genial, Klein, genial. Genial. Naja. Da werden wir am besten hier mal graben.